Fühlen Sie sich gerade wieder total gestresst, mit Herzrasen, schneller Atmung, innerlich nervös? Wie Sie sofort ruhiger werden, indem Sie Ihren Vagusnerv aktivieren, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Susanne Kirschner-Bruns, ich bin Ärztin und Buchautorin. Seit mehr als 25 Jahren steht das Thema Frauengesundheit im Fokus meiner Arbeit. Ich möchte auf diesem Kanal mein Wissen und meine Erfahrung mit Ihnen teilen. Eine aktuelle Studie der Techniker Krankenkasse zeigt, seit Jahren nehmen die Stressbelastung und die stressbedingten Krankheiten zu. Egal bei welchen Beschwerden, ob eine Erkältung oder Rückenschmerzen, wenn man chronisch gestresst ist, dann geht es einem signifikant schlechter als den Menschen, die wenig oder selten gestresst sind. Corona hat vor allem den Stresslevel bei Frauen erhöht. Die gute Nachricht: Wir können selbst ganz einfach unseren Herzschlag und die Atemfrequenz in einer stressigen Situation beruhigen. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht. Sprechen wir aber zunächst über das wichtige Thema Stress. Was passiert in unserem Körper, wenn wir Stress haben? Und wer sind die wichtigen Player? Eine zentrale Rolle hierbei spielt das sogenannte vegetative Nervensystem. Es steuert in unserem Körper alle wichtigen Organe, Blutgefäße, Verdauungsdrüsen und Sexualorgane. Und zwar ohne, dass wir uns kümmern müssen. Es handelt autonom, ist also sozusagen die Urversion des selbstfahrenden Autos. Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Gegenspielern, Sympathikus und Parasympathikus. Die beiden haben unterschiedliche Aufgaben. Vielleicht kennen Sie das von der Arbeit. Die eine Kollegin macht aufgrund ihrer Position Druck und einen total nervös. Und die andere, zum Beispiel die HR-Beauftragte, nimmt den Druck raus, weil sie unter anderem auch für Entspannungsmaßnahmen in der Firma zuständig ist. In unserem Körper ist der Sympathikus der Antreiber und der Parasympathikus der Ruhe- und Entspannungsnerv. Fight oder Flight, Kampf oder Flucht, darauf bereitet der Sympathikus den Körper seit Jahrtausenden vor. So eine Situation bedeutet immer Stress und sie ist für den Körper immer wie eine Notfallsituation. Die meisten von uns müssen glücklicherweise hier in Deutschland im Alltag nicht physisch kämpfen oder fliehen. Dennoch reagiert der Körper auf jede Form von negativem Stress, wie bei einer Kampf- und Fluchtreaktion. Ja, es gibt auch positiven Stress, aber darüber rede ich gleich. Alle Körperfunktionen, die man in stressigen Situationen braucht, werden vom Sympathikus aktiviert. Die Pupillen weiten sich, das Herz schlägt schneller, die Atemfrequenz erhöht sich, die Energie wird aus den Glukosespeichern freigesetzt und wir schwitzen. Für Körpervorgänge, die der Entspannung und Regeneration oder auch der Lust dienen, ist jetzt keine Zeit. In superstressigen Momenten verspüren wir darum keinen Harndrang und auch keinen Hunger. Wenn wir immer wieder extrem gestresst oder chronisch gestresst sind, ist dieser negative Stress naturgemäß alles andere als gesund. Vor allem, weil chronischer Stress das Immunsystem unterdrückt, also die Abwehr- und Reparaturvorgänge in den Zellen. Wir können uns nicht ausreichend regenerieren. Und wenn das lange so geht, dann haben wir irgendwann nicht genug Widerstandskraft und Energie. Negativer chronischer Stress macht darum krank. Und man kann wirklich sagen, jeden und immer. Vor allem wir Frauen sind für Stress nicht nur auf der körperlichen Ebene anfällig, sondern auch emotional und psychisch. Wir greifen da gern in die Vollen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Der Gegenspieler, den können wir auch aktiv für uns nutzen. Ist nämlich der Stress vorbei, dann ist der Parasympathikus am Zug. Er beruhigt das ganze System, senkt die Herzfrequenz und den Blutdruck, beruhigt die Atmung, die Verdauung springt wieder an, die Energiereserven werden aufgefüllt und man fühlt sich entspannt, wieder wohlig und sicher. Und Lust auf Sex kommt auch zurück. Zum Parasympathikus gehört einer der längsten Nerven unseres Körpers, der Nervus vagus. Das Wort Vagus stammt aus dem Lateinischen und bedeutet umherschweifen. Und genau das tut dieser wichtige Nerv. Er ist der 10. Hirnnerv und verläuft vom Hirnstamm, parig, also auf beiden Seiten, jeweils rechts und links hinter dem Ohr, über beide Halsseiten, hinter der Halsschlagader, über den Brustraum bis zum Darm. Auf diesem Weg gibt er Nervenäste ab, und zwar mehrere tausend einzelne Nervenfasern. Und die führen zum Herz, zu den Nieren, zu den Lungen, zu der Leber, Milz und zu den anderen Verdauungsorganen. Das Ganze ist keine Einbahnstraße. Die Nervenimpulse und Informationssammlung geschieht vom Kopf zum Bauch und wieder zurück. Der Begriff Vagotonie beschreibt einen Zustand, in dem der Parasympathikus die Oberhand hat.
Dann stehen Vorgänge, die mit Wachstum der Zellen zu tun haben oder auch Ernährung im Vordergrund. Die Pupillen sind dann eng, der Blutdruck niedrig und der Puls langsam. Und das Geniale, den Vagusnerv, den können Sie selbst ohne großen Aufwand aktivieren und so Ihre Herz- und Atemfrequenz in einer stressigen Situation herunterfahren. Und Sie können sogar, wenn Sie den Vagusnerv regelmäßig trainieren, Ihr System auch gegen chronischen Stress unterstützen und die Regeneration fördern. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht. Vorher möchte ich Sie gerne nochmal auffordern, hinzuschauen, was Sie gerade stresst. Denn nicht für jeden Menschen ist Stress dasselbe. Die Vorbereitung für eine Hochzeit oder den runden Geburtstag, das harte Training für den Marathonlauf und so weiter, die fallen bei vielen Menschen unter die Kategorie positiver Stress. Den positiven Stress, den bezeichnet man auch als Eustress. Es ist also nicht notgedrungen, die Menge an Belastungen, die wir als negativen, krankmachenden Stress empfinden. Oft ist es die Fremdbestimmung, wenn wir keine Kontrolle über unseren Tagesablauf haben, also in dem berühmten Hamsterrad gefangen sind. Was stresst Sie am meisten? Termin oder Zeitdruck? Mangelnde Anerkennung? Zu viel Verantwortung? Doppelbelastung durch Beruf und Familie? Existenzängste? Natürlich sollten Sie sich um die Ursachen kümmern, mit Ihrem Chef sprechen, sich Hilfe suchen, Nein sagen, delegieren. Ich nenne das gesunde Selbstfürsorge. Und die ist eine der wichtigsten Pfeiler gegen Stress und für die Gesundheit. Aber ich weiß, dass man natürlich nicht von heute auf morgen jeden Stress aus seinem Leben verbannen kann. Darum jetzt hier meine 5 Tipps zur Aktivierung des Vagusnervs. Wird er stimuliert, dann setzt man einen wichtigen Impuls zur Aktivierung des Parasympathikus und zur Dämpfung der körperlichen Stressreaktion. Und das geschieht sofort. Erstens, tiefe Atmung. Sind wir gestresst, dann atmen wir maximal bis hier. Der Vagusnerv wird aber aktiviert, wenn wir tiefer atmen. Legen Sie beide Hände breit auf Ihren Bauch. Atmen Sie dahin, und zwar der Bauch soll sich richtig nach vorne wölben. Also tief einatmen, Luft anhalten und doppelt so lange ausatmen. Also 1, 2, 3, anhalten und ausatmen. 4, 5, 6, 7, 8. Diese tiefe Bauchatmung, die ist der einfachste Weg, um den Vagusnerv zu stimulieren. Bei der Bauchatmung bewegt man auch das Zwerchfell mit und viele Zweige des Vagusnervs, der die inneren Organe versorgt. 2. Die Ohrakupressur. In der traditionellen chinesischen Medizin oder auch TCM wird viel mit Akupunktur behandelt. Die leichtere und selbst anzuwendende Technik ist die Akupressur, das heißt der Druck auf bestimmte Punkte. Das löst Blockaden und lässt den Energiefluss wieder ungestört fließen und man aktiviert eben auch bestimmte Nervenbahnen. Gemäß TCM befindet sich der Punkt für den Vagusnerv in der unteren Ohrmuschel. Pressen Sie beidseits gleichmäßig mit den Zeigefingern diesen Punkt für ca. 30 Sekunden. Dann loslassen und dreimal wiederholen. Drittens, Massage. Der paarige Vagusnerv verläuft beidseits am Hals, also rechts und links, und zwar hinter der Halsschlagader. Die finden Sie, wenn Sie den Finger auf den Hals legen und dann merken Sie das Pulsieren. Und von da gehen Sie noch 1 Zentimeter weiter nach hinten. Und entlang dieses Verlaufs, da massieren Sie den Vagusnerv. Ruhig mehrere Sekunden lang. Und dadurch setzen Sie Impulse bei der Aktivierung. Viertens, den Kehlkopf vibrieren lassen. Durch Summen, Singen oder auch das berühmte Om aus dem Yoga. Denn wenn der Kehlkopf vibriert, dann werden die Nervenfasern vom Vagus, die den versorgen, aktiviert. Fünftens, bitter essen. Haben Sie für den Notfall etwas Bitteres in der Tasche, Grapefruit-Bonbons oder Bitterschokolade? Denn über die Bindung von Bitterstoffen an die Rezeptoren in der Zunge und die sind hinten am Zungengrund, wird der Vagusnerv aktiviert. Machen Sie das regelmäßig, dann können Sie auch langfristig Ihren Nervus vagus trainieren bzw. aktivieren und kommen generell auf ein niedriges Stresslevel. Ich werde aber auch noch ein Video machen zur langfristigen Stressreduzierung. Und wenn es das schon gibt, dann finden Sie das hier oben in der Anzeige. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und wenn Sie die Glocke aktivieren, dann verpassen Sie kein Video, denn dann werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn mein neues Video online gestellt ist. Herzliche Grüße. Ihre Susanne Kirschner-Bruns.